Hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Marcel Herzog. Ich bin Autor, Flirt- und Kommunikationscoach. Und heute habe ich ganz entspannt ein kleines Gespräch gehabt mit dem David von Modern People. Und David ist im Prinzip ein Fotograf, der sich darauf spezialisiert hat, für euch Tinder, Lavoo, Badoo, keine Ahnung, was es da draußen noch so an großen Dating-Apps gibt. Aber er hat sich auf jeden Fall darauf spezialisiert, das perfekte Profilbild mit euch da gemeinsam zu erstellen. Und dementsprechend bin ich heute mal ganz entspannt spazieren gewesen mit dem Kollege und habe ihn einfach mal gefragt, hey, so, wenn ich jetzt meiner Community so ein paar Tipps an die Hand geben kann, ja, wie jeder da draußen es schafft, ein richtig geiles Profilbild für Tinder oder eben die andere Dating-Plattform zu entwickeln, dann sag mir doch bitte, was die wichtigsten oder die besten 5 Tipps sind, damit man das hinbekommt. Und die 5 Tipps habe ich jetzt für euch. Deswegen auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Aber vielleicht vorab noch eine kleine Frage. Wenn ihr da draußen auch Probleme mit eurem Profilbild habt, wenn ihr Themen mit Tinder habt oder ihr im Online, im Schreiben oder sonst irgendwie das Gefühl habt, ihr seid völlig lost, dann schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Tipp Nummer 1, als Profilbild, also als Hauptbild, ja, insbesondere jetzt natürlich auch bei Tinder, solltet ihr tatsächlich ein Schwarz-Weiß-Foto von euch, wo man euer Gesicht sieht und eure Augen sieht, reinpacken. Punkt Nummer 2, es sollte nicht so aussehen, als wenn ihr bei einem Fotograf gewesen wärt, dem ihr 200.000 Euro gegeben hättet und dazu eure Seele verkauft, euer Haus, euer Auto, nur damit ihr euch eben richtig geile Bilder macht. Also das Bild sollte nicht aussehen wie so ein Magazinbild, wie so ein Kalenderbild, wo irgendwelche halbnackte Feuerwehrmänner abgebildet sind. Ihr solltet darauf auch nicht unbedingt aussehen wie ein Mega-Model, ja? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, eine Frau, die nach einem Mann schaut, ja, die will kein Metero. Ich sage jetzt mal, die meisten Frauen wollen keinen metrosexuellen Typ, wo sie das Gefühl haben, wenn sie das Bild angucken, also sie will irgendwie jetzt gerade weggehen, ja, aus der gemeinsamen Wohnung, mit ihm zusammen ausgehen. Sie muss aber noch 2 Stunden warten, weil er gerade seine Fingernägel feilt oder seine Haare noch nicht gemacht sind oder er seine Beine rasieren muss. In der Regel haben viele Frauen darauf meistens keinen Bock. Viel cooler ist es, ein Leben zu zeigen, das interessant ist, wo die Frauen sofort, wenn sie das Profilbild sehen, sagen, da wäre ich gern Teil davon. Das heißt jetzt nicht die mega Action-Szene, sondern das Bild sollte einfach irgendwas darstellen, wo man einfach das Gefühl hat, der Typ ist ein cooler Typ, der einfach Spaß am Leben hat, der einfach sofort den Eindruck vermittelt, hey, wenn eine Frau das sieht, da hätte sie Bock, mit in diese Szene von Bild reinzuschlüpfen. Einfach ein Charakterbild. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, teilen, liken, abonnieren. Wir wollen Männer wie dir da draußen helfen, glückliche Beziehungen zu finden. Und wenn du das Ganze supporten möchtest, dann auf jeden Fall teilen, liken, abonnieren und das Glöckchen nicht vergessen. Punkt Nummer 3. Entgegen vieler Gerüchte, ja, also wenn ihr jetzt hier so die einschlägigen Magazine lest, wo heißen wie Frauennamen, dann wird da ganz, ganz häufig darüber hergezogen, wie sinnlos es ist, als Mann ein Bild da reinzustellen, wo halt auch andere Frauen drauf sind. Und es ist aber nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit hilft es wirklich. Ja, es gibt in der ganzen Pickup-Szene ja auch diesen Begriff Preselection. Das heißt im Prinzip ja, dass wenn ihr schon von einer anderen Frau ausgewählt wurdet, dann findet die Frau, mit der ihr gerade kommuniziert oder mit der ihr gerade Connections habt, meistens findet die euch dann auch interessant. Und so, ihr könnt es euch auch so vorstellen, das ist bei Männern ja genau das Gleiche. Wenn ihr eine Frau kennt, wo viele Männer drauf abfahren, ja, dann triggert es auch euer Jagdinstinkt. Ja. Und man hat dann immer sofort das Gefühl, okay, würde ich mir ganz gerne näher mal angucken. Und genauso ist es auch mit Tipp 3. Also ihr solltet auf jeden Fall Bilder haben, die vielleicht nicht als Bild Nummer 1, aber als Bild Nummer 2 oder 3, wo euch eben auch abbilden, wo ihr mit irgendwelchen Leuten drauf seid, beziehungsweise mit Frauen. Am allerbesten mit hübschen Frauen, die nicht allzu schlampig aussehen,
die auch in dem Bild, in der Szene nicht unbedingt vermitteln, dass ihr komplett scheißegal seid, sondern dass sie schon euch ganz interessant finden. Und das Beste wäre zum Beispiel, wenn das eben nicht so aussieht, wie wenn sie irgendwie so mit so einem Daumen in die Kamera lacht, ja, während ihr 5 Meter hinter ihr lauft mit 101 Einkaufstaschen in der Hand, ja, so voll bepackt so. Dagegen gut wäre es zum Beispiel, wenn ihr entspannt in die Kamera schaut und das Mädel neben euch ist, die sehr hübsch aussieht, oder zwei am besten noch, wo eine davon euch vielleicht sogar gerade anguckt. Mit so ein bisschen einem kleinen verschmolzenen Lächeln dabei. Sowas kommt sehr gut. Punkt Nummer 4. Tatsächlich hat die Erfahrung gezeigt, dass viele Männer eigentlich oft nicht unbedingt lächelnd auf den Bildern drauf sein wollen. Aber ihr müsst auch verstehen, dass viele Frauen euch nicht kennen und nicht wissen, ob ihr in eurer Freizeit Freddy, der Messermörder, seid. Aus dem Grund müsst ihr auf jeden Fall auch auf dem Bild erstmal einen möglichst seriösen und freundlichen und netten Eindruck hinterlassen. Es macht natürlich Sinn, wenn ihr mehrere Bilder habt, dass ihr auch mehrere Emotionen auf den unterschiedlichen Bildern einfach auch zeigt. Aber gerade was das erste Bild angeht, sollte der Eindruck schon von vornherein ein bisschen positiver kommen, ein bisschen netter kommen, wo die Frau einfach das Gefühl hat, hey, das ist ein sympathischer Kerl, ja? Nicht nur so ein richtig cooler Dude. Ja? So Männer finden ja immer so die mega coolen Typen, sind immer die Besten, so Arnold Schwarzenegger, John Wick, Sylvester Stallone oder sowas. So die, die eher nicht so viel lachen, aber tatsächlich ist es eben so, wenn einer euch halt oder eine Dame euch halt gar nicht kennt, dann kann sowas ein bisschen abschreckend wirken und einfach ein bisschen kühl. Grundsätzlich kann man das schon auf dem einen oder anderen Bild bringen, ganz klar, ist schon cool, macht auch was her. Aber ihr solltet trotzdem auf jeden Fall auf dem ersten Bild so ein leichtes Lächeln immer mit reinbringen. Es ist jetzt nichts, was man pauschal sagen kann, das funktioniert immer, ja? Aber in der Regel ist es schon was, das schon hilft. Deswegen empfehle ich euch das natürlich auch. Und Tipp Nummer 5, und damit sind wir auch schon am Ende. Ihr solltet ungefähr 5 Bilder, jetzt vor allem halt auch auf Tinder oder auf den anderen Dating-Profilen haben, also 4 oder 5 Bilder, wobei das erste, wie gesagt, immer das Schwarz-Weiß-Bild ist. Das zweite und das dritte sollte dann so ein bisschen Social Proof einfach zeigen. Das heißt, zeigen, dass ihr auch auf jeden Fall noch andere Menschen kennt, dass ihr ein sozialer Typ seid, dass es auch noch Menschen gibt in eurem Freundeskreis, die euch zumindest ein bisschen mögen. Wenn natürlich möglich, auch noch eine Dame, die eben, wie ich schon erwähnt habe, euch eben auch ein bisschen pusht, die hübsch ist und so weiter, wenn das die Möglichkeit besteht. Und die anderen Bilder sollten dann gewisse Aktivitäten einfach zeigen, die eigentlich auch ganz cool sind. Damit meine ich, wenn ihr jetzt zum Beispiel so Modellflugzeuge zusammenklebt, ich mache das auch gern, aber sowas würde ich jetzt nicht unbedingt auf ein Tinder-Profil packen. Dabei wäre es cool, wenn ihr eben verschiedene Emotionsspektren einfach zeigt. Das heißt, einmal das Lächeln, einmal vielleicht etwas cooler und vielleicht noch ein paar andere Emotionen. Einfach damit das Mädel auch den Eindruck hat, euch einfach schon ein bisschen zu kennen. Ja? Weil die Hürde bis zum Treffen ist natürlich die höchste, die es zu überwinden gilt. Und das kann man eben damit einfach ihr auch ein bisschen erleichtern, indem man einfach verschiedene Facetten vom emotionalen Charakterbild ihr quasi schon mitgibt. Und wenn ich jetzt verschiedene Emotionen meine, meine ich jetzt nicht irgendwelche Depressionen, mega die Trauer oder sowas. Kein Bild irgendwie, wie ihr auf dem Klo sitzt und vielleicht eure Verstopfungen losbekommen wollt. Habe ich das jetzt echt gesagt? Oh, schneid es bitte raus. Scheiße. Oh Gott. Genau, aber damit wären wir eigentlich dann schon am Ende. Ja, wer Bock hat, irgendwie modernpeople.de einfach reingeben. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Da habt ihr dann auf jeden Fall einen professionellen Fotograf, der euch da dann auch bei eurem individuellen Profil unterstützt. Und ihr bekommt natürlich auch bei mir einen Gutscheincode unten mit in der Videobeschreibung. Von dem her, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ansonsten habe ich nach wie vor, wenn ihr noch Unterstützung braucht,
bei eurem Profil, der Beschreibung, bei Texten und so weiter und so fort. Ich biete nach wie vor kostenlose Erstberatungen an. Einfach in den Link, auf den Link klicken, Formular ausfüllen und einer meiner Kollegen oder ich melden uns bei euch und wir quatschen einfach mal entspannt, unverbindlich miteinander und schauen, wie wir dir individuell in deiner Situation helfen können. Ansonsten nochmal ganz herzlichen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Marcel.